Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir die Quests rund um die Ausrüstung des heiligen Georgios abgeschlossen. Wir haben auf dem Fluss Deva den Kämpfer mit dem Langschwert des heiligen Georgios gefunden und ihn dann auch anschließend besiegt und das Schwert mitgenommen. Da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht geschaut, was das eigentlich für einen Effekt hat. Lasst uns das gleich noch tun. Hier unten ist es. Schwere kritische Treffer werfen Gegner zu Boden. Ist mir dann doch schon etwas zu spezifisch, weil wir müssen ja dann schwere Treffer machen und die müssen critten. Aber das Schwert sieht eigentlich schon recht cool aus. So ein klassisches Ritterschwert. Aber ich würde sagen, für Eivor bleiben wir dann doch passenderweise einfach hier beim Speer Gungnir. Und dann würde ich sagen, machen wir auch hier einfach weiter, weil Wang hat ja dann doch schon etwas geteasert. Wang, hast du neue Legenden für mich, denen ich hinterherjagen kann? Bei dir klingt das fast so, als würde ich sie mir ausdenken. Aber wo du gerade davon sprichst? Die Legende des Luke. Hört die Geschichte von Luke, König und Held. Kind der Götter, Bezwinger des Balar. Träger des feurigen Speers. Oh, das klingt schon mal gut. Niemand konnte seine Rüstung durchbohren. Durch Verrat gestorben, in seinem Sohn wiedergeboren. Mögen seine Knochen entlang der Berber Ruhe finden und sein Speer auf ewig an Blut sich laben. Und ist dieser Luch echt oder laufe ich einer weiteren Sage hinterher? Spielt es eine Rolle, wenn du eine neue Rüstung trägst? Nein. Bevor du gehst, ich habe neue Waren in meinem Lager. Sieh sie dir gern an, wenn du einen Augenblick Muße hast. Oh, und meine Späher sagen, dass es sich wieder lohnen könnte, auf Flussraubzug zu gehen. Alles klar, mehrere Quests angenommen. Was denn für welche? Lasst uns da mal kurz einen Blick drauf werfen. Die Schätze der Berber und die Legende des Luk. Sehr schön. Ja, das spielt sich beides hier auf diesem Fluss ab. Dann schauen wir nochmal, was er jetzt Neues in seinem Laden hat. Davon hat er ja auch schon gesprochen. Lust auf einen Raubzug? Was sind das für Armschienen? Welans Armschienen. Durch Ausrüstung erhöhst du Nahkampfschaden um einen Teil von Attentatsschaden. Aha. Attentatsschaden wird durch Ausrüsten weiter erhöht. Spannend. Das heißt, er hat eine ganze Rüstung, die man sich kaufen kann. Die WLAN-Rüstung. Ja, könnte interessant sein. Der Helm sieht spannend aus und auch dieser Mantel. Na gut, was für Raubzüge können wir denn hier unternehmen? Ah, das ist dann schon da drüben in Irland. Ich weiß, dass ein Teil der Flussraubzüge später dazu kam. Wahrscheinlich auch dieser Teil hier. Sollen wir zuerst nach Irland reisen und dann die hier machen? Ich glaube, das ergäbe mehr Sinn. Ich glaube, dann machen wir das so und reisen jetzt erstmal nach Irland und dann anschließend, wenn wir Irland erforscht haben, machen wir die restlichen Raubzüge. Alles klar, Wagen, aber vielen Dank schon mal fürs Bescheid geben. Oh, das freut mich jetzt, weil ich würde Irland jetzt ungern durch die Flussraubzüge kennenlernen, sondern das möchte ich dann schon über die Story machen. Dann würde ich jetzt mal sagen, auf nach Irland.
Kannst du mir dabei helfen, Heitam aufzufinden? Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich bringe eine Auswahl an Waren aus Irland. Also sofern meine Schiffe anlegen können. Azar, wie ich sehe, hast du Eivor Wolfsmal schon getroffen. Ah, du bist also Eivor. Tatsächlich habe ich eine Nachricht aus Irland für dich. Ich kenne dort niemanden. Der Brief ist vom König Düflins. Leider scheine ich ihn verlegt zu haben. Der König Düflins? Warum sollte mir dieser schreiben? Er wünscht, den Handel nach Englerland auszuweiten. Zu diesem Zweck bringe ich die Waren. Azar ist aus dem Osten, lebt aber nun in Irland. In Sachen Handel sollte dein König sich aber eher an Randvi wenden. Er meint aber Eivor zu kennen. Er bat mich, dich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Ich kenne keinen König in Irland und reise sicherlich nicht dorthin. Doch zuerst musst du einen Handelsposten einrichten, Azar. Wo ist überhaupt dein Handelsschiff? Ja, das ist eine unglückliche Sache. Sehr besorgniserregend. Konkurrenten haben den Fluss und somit meine Waren abgeriegelt. Eine Flusssperre schadet ganz Hrefnatorp. Bleib hier. Ich beseitige sie. Wie du siehst, ist Eivor ein Mann der Tat. Komm nachher zu mir, wenn der Fluss wieder frei ist. Natürlich, mein Freund. Ich danke dir. Und ich suche derweil den Brief des Königs. Du bestehst darauf, dass ich einen irischen König kenne. Dem ist nicht so. Welcher König sendet mir da nur einen Brief aus Irland? Ich denke mal nicht, dass es König Alfred ist, der jetzt irgendwie nach Irland ausgewandert ist. Aber okay, begib dich zur Seesperre an der Mündung des Nene wirst du fündig. Also bis nach da oben. Na schön, dann sehen wir uns gleich dort. Mhm. Da haben sie die Seesperre errichtet. Ah, hier ist die Sperre und sie muss weg. Darum kümmern wir uns jetzt. Aber ist auch interessant, der König von Düflin. Düflin wird dann die alte Schreibweise von Dublin sein. Diesen Wachen entgeht nichts. Da ist aber auch viel los. Schön, dass der in die falsche Richtung guckt. Sehr gut gemacht, Eivor. Dann legen wir mal los. Wow. Ulfi hat irgendwie zwei auf einmal erwischt. So, ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen mehr kaputt machen. Das war ein bisschen zu kurz. Das auch. Mist. Die Fackelwerf-Skills sind ein bisschen eingerostet. Und hier ist sogar eine Truhe zum Plündern. Gibt es auch irgendwo Titan, das wir mitnehmen können? Das hier auch kaputt oder warum hat das so grün geleuchtet? Ja. Also. Man muss nur richtig treffen. So, und dann ist da drüben auch noch was.
War das jetzt schon alles? Oh nein! Sogar hier oben fangen wir Feuer. Das brennt! Oh, schnell weg. Das ist ja gar nicht gut. Ja, genau. Aus! Aus! Brennend in den Heuballen. Was soll schon passieren? Das wird denen nicht gefallen. Oh, gut, dass der eine Bogenschütze gerade abgehauen ist. Ah, wir haben hier sogar eine Rutte. Sehr praktisch. Sehen wir hier noch mehr Gegner? Ja, da hinten. Zielen. Die haben gar keine Kette gespannt, sondern die haben einfach nur Zeug hier ins Wasser gelegt. Ja, nicht schlecht. Den haben wir auch gesehen. Der ist unserem Hakenspeer ausgewichen, indem er einfach über diese Rüstung geklettert ist. Hat ihm nur nicht so viel gebracht. Okay, und der letzte. So, damit können wir, glaube ich, auch den Spieler hier rächen. Ein schneller Tod. Eine einzige riesige Wunde auf der Brust von einer großen Waffe. Nordische Krieger? Nordische Krieger. Sind das die hier gewesen? Dann fackeln wir mal noch hier alles ab. Nicht schon wieder. Hier sonst noch irgendwas, was grün leuchtet. Ah, der hier war dafür zuständig. Ich habe so das Gefühl, die Fackel hier funktioniert nicht ganz. Das noch, das sollte genügen.
dann zünden wir das Haus auch noch an. Essas Widersacher sind beseitigt. Der Fluss ist frei. Dann sehen wir mal, was es mit diesem König Düflens auf sich hat. Alles klar. Dann zurück nach Refnatorp. Ich werde noch kurz den einen Krieger, der da drüben liegt, irgendwie registrieren für die Quest. Und dann sehen wir uns gleich in Refnatorp. So, bevor wir jetzt zu Azar gehen und ihr Bericht erstatten, habe ich noch auf dem To-Do-Zettel, dass wir bei den Stallungen einmal vorbeischauen. Weil wir können ja wahrscheinlich noch ein paar Upgrades für Hati kaufen. Nicht, dass wir das müssten, aber... Ja! So ein guter Junge. Wenn wir das können, dann sollten wir das tun. Ich habe etwas Neues für dich. Was kannst du mir heute anbieten? Das sind nur die Skins, die wir haben. Und wow, wir könnten ein paar richtig coole Pferde noch kaufen. Sogar ein Hirsch. Oder ein Elch, besser gesagt. Schon durch? Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Was haben wir denn hier? Verbessere die Geschwindigkeit deiner Reittiere beim Schwimmen, ja. Jetzt würde ich dich auf jedes Pferd lassen. Dann noch die Ausdauer und die Gesundheit. Damit haben wir alles. Perfekt. Sonst noch etwas? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Ja, das machen wir oft genug. Ich glaube, jetzt sind wir auch bestens gerüstet. Dann können wir auch mit Hati Irland erforschen. Der Fluss ist frei, also abgesehen von ein paar Stöcken und Leichen. Deine Waren können durch. Dein Ruf kommt also nicht von ungefähr, auch wenn ich nicht weiß, wieso du Wolfsmal heißt. Die Narbe an meinem Hals. Ah, mein Wikingername wäre dann Isar Einauge. Nun denn, meine Leute werden dir bei der Errichtung eines Handelspostens helfen, Einauge. Dann stehe ich zweifach in deiner Schuld. Solltest du je deine Meinung zu Irland ändern, so findest du mich dann in meinem Handelsposten. Oh, und ich habe deinen Brief gefunden. Hier. Noch ein neues Haus. Der irische Außenposten. Vom Hof des glorreichen Königs Düflens Barit Mac Imair. Hallo, Blut meines Blutes. Erfreut dich diese Überraschung? Viele Winter ist es her, dass wir uns trennten. Ich hörte, dass wir uns nun beide auf dieser Seite des Englandshafen befinden. Sicher bist du beschäftigt, aber darf ich mir dennoch ein Wiedersehen wünschen? Du könntest nebenbei die Geschäfte deines Clans ausbauen. Azar erweitert Düflens Handelsgebiet. Komm, ich freue mich auf deine Ankunft. Dein Vetter Barit. Hier Barit. Mein Vetter Barit lebt und ist König von Düflen. Die Nornier wissen stets zu erfreuen. Okay, also kennt ihn Eivor dann doch und hat es nur nicht gewusst. Ja, dann sprechen wir doch mal mit Azar. Bist du also bereit, nach Irland aufzubrechen? Du sagtest kein Wort darüber, dass der König mein Vetter ist. So war es höchst erbaulich, oder nicht? So ein kleines Rätsel. Ich weiß lieber, worum es geht, aber die Überraschung war sehr angenehm. Er will dich gern sehen. Sollen wir die Segel setzen? Ja, ich möchte jene Lande sehen.
Und auch Baröd. Irland, ein Flickenteppich aus Kleinkönigen, die sich um Hügel, Weiden und grüne Täler zanken. Meine Wahlinsel. Isar, wie kommt es, dass Baröd so nordisch wie Gletschereis König von Düflin ist? Düflin ist eine Wikingerstadt. Und zudem kommen Händler und Bettler aus aller Welt, um in seinen Schlammstraßen herumzustolzieren. Seltsam, sich Baröd als König einer Stadt vorzustellen. Es klingt nobler, als es in Wahrheit ist. Irland hat wirklich viele Könige. Sie sind überall, wie Abfall. Und Baröds Thron ist nicht sicher. Flann Shinner hat das Sagen. Wer ist das? Der baldige Hochkönig von ganz Irland. Flann misstraut den Nordleuten, obgleich er sie braucht. Baröd wird einen Weg finden. Als Junge war er kein Kämpfer, und doch konnte er sich stets behaupten. Sicher ist es wahr, was du sagst. Sein Volk liebt ihn jedenfalls. Und da sind wir in Düflin angekommen. Wie lange haben wir auf diesen Augenblick gewartet? Deine Mannschaft kann hier unterkommen. Los, suchen wir Baröd auf. Eivor! Blut von meinem Blut! Sieh dich an! Du hast die Wangenknochen von Tante Roster. Und du erst. In dir lebt noch immer der kleine Junge. Es ist einiges geschehen, seit wir den alten Gangrat mit Apfelresten bewarfen. Das hat er uns nie verziehen. Und Sigurd und der Clan? Wie ergeht es allen? Es gibt viel zu erzählen, aber lass mich erst deine irische Luft atmen. Danke, dass du meinen Hafen vor Brandstiftern bewahrt hast, während ich fort war. Meinen Hafen? Ja, alter Mann, ich kann auch ohne dich in meiner Stadt herrschen. Du hast eine gute Zeit gewählt, Eivor. Ich halte ein Fest zu Ehren meines Sohnes Siegfried ab. Er zählt nun 17 Sommer. Ein 17-jähriger Sohn. Und er ist ein recht schwieriger Junge. Komm, ich habe dir viel auf dem Weg zu meiner Feste zu zeigen. Die Königswürde, ein Sohn und eine Feste. Du hast wahrlich ein prächtiges Leben. Nun ja, es ist ein Holzhaus. Schön gearbeitet, sicher. Aber in Shiraz wäre es das Heim eines mittelmäßigen Teppichhändlers. Führe mich zur Holzhütte deines Knüpfwerkkrämers, Baröd. Sieh dir nur die Anleger an. Als Stadt ein Säugling, aber mit dem größten Hafen Irlands. Man weiß die irische Luft nicht zu schätzen, wenn man den Gestank des Hafens nicht ausgehalten hat. Mit der Stärke dieses Hafens will ich meine Königswürde sichern. Isar erzählte mir, dass dein Thron nicht auf festen Beinen steht. König Flan muss nur etwas überzeugt werden. Wenn Düflin ein riesiges Handelsnetz hat, bringt es Reichtum nach Irland. Sieht Flan das ein, sind mein Königstitel und noch der der Kinder meiner Kinder gesichert. Ich kann dir keinen Thron schenken, aber ein riesiges Handelsnetz liegt in meiner Macht. Ich würde niemandem sonst meinen Handel anvertrauen, alter Mann. Du lässt zu, dass er dich so nennt? Ich habe schlimmere Namen für ihn. Ich schulde dir noch ein Horn Ehl. Hier verlasse ich euch. Verpasst das Fest mal nicht. Ich werde in Kürze dort sein.
Wie schön das hier aussieht. Barret, mächtiger König. Ife, dies ist mein Vetter Eivor. Zeig ihm den Bogen, den ich für ihn in Auftrag gab. Der ist für mich? Wie schön er gefertigt ist. Mein bestes Werk. Probier ihn aus. Triff die Ziele, bevor der Sand durchgelaufen ist. Schaffst du sie alle? Natürlich werde ich das. Sei bereit zu staunen. Du bist aber selbstsicher. Wohlan, ich werde mich für dich schämen, wenn du versagst. Sieh meine Pfeile fliegen. Das werde ich. Und los! Oh, das ist ein schneller Bogen, okay. Ein guter Schuss! Müssen wir die alle kaputt machen? Oh. Ja, das war mir nicht bewusst. Der Bogen schießt noch nicht gut, dennoch ein wohlbedachtes Geschenk. Du hattest eine lange Seereise. Du hast deine Landbeine noch nicht wieder. Okay, schön. Ein neuer Bogen. Gut gemacht. Warte mal. Ist das ein Gotteshaus? Ja, Christus' eigene Kirche. Irland ist nun vor allem christlich und Dufflin ebenso. Viele Nordleute knabbern Oblaten. Du gibst ihnen einen Platz. Und auch ich habe einen Platz im Haus Christi, genau wie in der Halle Thors. Solange ein Gott mich beschützt, habe ich einen Altar für ihn. Mhm. Ich habe diese Stadt aus Trümmern erbaut. Vor 20 Jahren wurden wir Nordleute besiegt. Die Iren übten Rache und plünderten Dufflin. Esar sagte, dies sei eine Wikingerstadt. Von Nordleuten gegründet und von mir gesund gepflegt. Als ich König wurde, war ich König einer Schlammgrube. Da schiebt er alle aus dem Weg. Dort vorn ist es. Mein Heim. Ich bedauere nur, dass meine Mutter und meine Frau dich nicht begrüßen können. Sie sind gerade auf Reise in die Berge. Die Wasser dort stärken die Gesundheit meiner Mutter. Ich blieb zurück, meinen missratenen Sohn zu züchtigen. Und ein Festmahl zu geben. Das bereits im Gange sein sollte. Ja, so können wir durchaus empfangen werden. Hey, Barret, sei gegrüßt. Da sind wir. Geh nur, vergnüge dich. Ich muss mit meinem Sohn sprechen. Komm zu uns, bevor der Abend endet. Das machen wir doch. Ja, auch wieder so ein schönes Langhaus. Hazar! Ich war mir nicht sicher, ob ich dich hier sehen würde. Warum das? Ich dachte, du würdest lieber deine Waren zählen, als geheulende Wikinger zu beobachten. Und du? Würdest du lieber Zeit mit dieser Tratsch-Tante verbringen? Ich begrüße auf Festen gern alle. Es mangelt hier nicht an Erbaulichem. Vergnüge dich nur. Hey, du bist doch aus Barrets Familie. Ein feines Fest, nicht wahr? Hallo, amüsierst du dich? Ein großer Spaß und ein triftiger Grund, unseren zukünftigen König Siegfried zu feiern. Ich bin neugierig. Wie hat sich Barret als König bisher geschlagen? Oh, ganz wunderbar. Er veranstaltet gern Festmahle und lädt auch uns einfache Leute ein. Also vielleicht eher Gastgeber als König, aber er ist ein guter Mann. Und die Stadt war nie geschäftiger. Wie ist dein Leben in dieser Stadt so? Nun, es gibt einiges an Arbeit zu tun. Kisten schleppen, Dreck schaufeln. Ich selbst bin Gerber und verbringe meine Tage damit, Tierhäute in Kuhpisse zu tränken. Du riechst es wahrscheinlich. Durchaus. Klingt so erstmal nicht sehr schön. Genieße das Festmahl, mein Freund. Du ebenso. Schluss mit deinem Eiklicht. Es ist endlich an der Zeit.
Zeit, dass du mit den Kindereien aufhörst. Was erwartest du, Vater? Dass ich deinem Beispiel folge? Dem Beispiel eines Packesels? Interessant. Siegfried. Das ist auch ein starker Name. Siegfried! Mein Sohn hat sich wie der nächste König zu verhalten und sich nicht im Dreck zu suhlen. Ach, also nimmt Flan dich zum furzenden Possenreißer? Denk mit deinem Kopf, nicht mit deinem Arsch. Flan kann meinen Thron sichern, der eines Tages dein sein wird. Das macht dich zum Arsch. Genug! Eivor, mein Sohn Siegfried. Entschuldige mich, ich muss den Kopf frei bekommen. Sprichst du bitte mal mit dem Jungen? Ich habe mich darauf gefreut, den Sohn meines Vetters kennenzulernen. Ah, du bist also der Vetter, von dem mein Vater so schwärmt. Ist es schon so weit, dass der alte Wikinger einschiffen lässt? In Nordwege legest du bereits auf dem Boden. Dann komm doch, wenn du Ehre im Leib hast. Wie du willst, Kleiner. Du wirst nicht einen Treffer landen. Er scheint von sich überzeugt. Aber wenn der nur wüsste. Ich sollte dir wohl danken, dass du mich nicht blutig geschlagen hast. Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten, Siegfried. Vater spricht so lobend von dir. Ich wollte sehen, ob du den Geschichten gerecht wirst. Wer wird das schon? Ein Besuch in Nordwege könnte einem jungen Drängar Gutes tun. Ich täte nichts lieber, als mit Vater zu gehen. Vielleicht würde die Heimat seinen Kampfgeist entzünden und Diflin einen starken König schenken. Bist du mit der Herrschaft deines Vaters unzufrieden? Er hat, was ein guter König braucht. Aber stattdessen gibt er lieber den schmierigen Händler. Ich habe deinen Vater verloren. Weißt du, wo er sein könnte? Er wollte den Kopf frei bekommen. Das heißt, er besucht Großvaters Grab. Er spricht fast jeden Tag mit ihm. Baröd kann mit den Toten reden? Nein, seine Gespräche sind einseitig. Das Grab ist oben auf dem Hügel. Ich finde ihn schon. Danke, Siegfried. Eivor, bring mir irgendwann bei, wie man so zuschlägt, ja? So, auf dem Hügelgrab, südlich von Diflin. Wie groß ist Irland? No way. Das ist ja echt wieder ein halbes Englerland. Ja, 250 Folgen werden sicher drin sein, wenn wir dann auch noch Frankreich haben. Du meine Güte. Okay, also irgendwo dort drüben. Dann reisen wir mal los und nehmen gleich diesen Schatz mit auf dem Weg. Der scheint irgendwo hier im Wasser zu sein. Ach ja, wie lange haben wir darauf gewartet, nach Irland zu reisen? Ich freue mich so. Das sieht auch schon richtig toll aus und mit der Musik hier am Anfang. Ah, die Truhe ist verschlossen, okay. Die Frage ist, wo ist der Schlüssel dazu? Auch irgendwo hier unten? Ich glaube, im Langhaus habe ich noch einen Schlüssel gesehen, aber... Okay, dann merken wir uns das mal. Er ist auf dem Hügel bei dem großen Baum, südlich von Diflin, also irgendwo dort. Hier ist auch eine Art Friedhof.
Barret! Warum so unruhig? Ein König muss immer auf der Hut sein. Wenn ich bedrückt oder unsicher bin, komme ich hierher, zum Geist meines Vaters. Ich habe nicht mal nach ihm gefragt. Irgendwie wusste ich das. Vor einigen Jahren. Es war ihm bestimmt, im Kampf zu sterben, und so geschah es. Nun sitzt er an Odins Seite. Meine Familie schuldet deiner so einiges. Der Winter, als deine Familie kam, um bei uns zu leben. Ich erinnere mich an deine Geburt mit dem Schrei eines Kriegers. Das Seuchenjahr. Niemand nahm uns auf. Nur deine Eltern. Ich verdanke deiner Familie mein Leben. Und welch Leben wir hatten. Ich habe teure Erinnerungen daran, wie du dich zur Jagd hinausschlichst. Mitten in der Nacht. Sterne am Himmel, Mondlicht auf Schnee.